Vermisst hier niemand irgendjemanden? Niemals so ein bisschen. Greetings. Willkommen in der Kathedrale der Kirche. Okay, nein. Ja, das Gedicht, ich weiß. Du kannst nicht mehr diesem Vampir hinterher oder was auch immer das war. Super. Toll. Finde ich gut. Wee, wee. At your service. Want the truth? Nein. Nein. Damn it. Damn it. Oh, warte, warte, da steht noch jemand. Greetings. Okay. Was mit dir? Oi! Ob ich für deine Waffe interessiere? Nicht mehr. Okay, hier sucht niemand irgendjemanden. Man kann ja nicht immer auf Gold treffen, ne? Von wo könnte die Person sonst kommen? Ich meine, es ergäbe keinen Sinn, aber aus Sonnenschatt vielleicht. Oder Klarnach. Naja, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Eventuell noch aus Stromfurt. Also wirklich ein ganz großes Wenn. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie... Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht hat die Leiche ja das Armband. Wer weiß, was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Thank you. Okay, ihr sucht niemanden, ihr vermisst niemanden. Capital. Okay, auch nicht. Ihr sowieso nicht. Nein, wir sind relativ voll. Hello. Hello there. Greetings. Okay, sind hier alle gerade nur dankbar, aber keiner vermisst irgendwen. That's right. Was, warte. That's right. Sie war eine freundliche Frau. Jeden Sonntag hat sie uns eine Torte gebacken. Aber sie war auch sehr traurig. Manchmal blickte sie stundenlang auf den Fluss hinaus. Oh. Vielleicht müssen wir auch dich mitnehmen. Vielleicht war das ihr Mann oder so. Oder ihr Sohn, der irgendwie abgetrieben wurde. Okay. Wir versuchen es erstmal mit dem Honk, den ich dabei habe. Und wenn der nicht, dann können wir immer noch die andere mitschleppen. Vielleicht kann die ja was dazu sagen. Ich meine, eigentlich den Typen, das ist eher unrealistisch, weil das sind ja zwei Quests, die sich gegenseitig aufheben würden. Andererseits, wenn ich so an Kit und den Wanderzirkus denke, die wir übrigens immer noch nicht wiedergefunden haben, dann muss ich das nicht unbedingt ausschließen. Come on, I've got better things to do. Das waren im Prinzip auch zwei Quests mit einem Stein. Naja, komm, wir können mal wieder ein bisschen kämpfen. Mal was anderes. Free. Coming, if thou dare. Dein Ernst, das ist? Okay, Silas, du darfst es töten.
schwarzes Panama Loch. Thus ends your lesson. Therion pennt im Hintergrund. Weil darum. So, sollten wir gerade herrichten, wollten zur Leiche am Fluss. Ich wurde ja wohl flussaufwärts von Räubern überfallen und ausgeraubt und ins Wasser geworfen. Vielleicht ist das auch der Händler, den Victor. Also nicht Victor, Alec sucht, der in Victor's Cool ist, so rum. Aber wo ist denn hier flussaufwärts? Flussaufwärts ist hier so. Vielleicht bringt mir was, wenn ich zu den Zwillingsfällen gehe. Ich bring noch die Oma hierher und dann sehen wir weiter. Ich glaube nicht, dass die Oma was damit zu tun hat. Die Zwillingsfälle könnten schon eher was damit zu tun haben. Oder das ist Flussfort-Ding, wo ich sowieso rein will. Fernfurt von, wie hieß das? Fernufer, so rum. Das? Kommen Sie mit Ihrem Prügel. Und wieder zurück nach Heiligenbrück. Ey, das reimt sich ja. Haha. Boah, ey, meine aktuelle Aufnahmeposition ist so viel besser als gestern. Das ist irgendwie, ich verkrampfe mir, verrenke mich gar nicht mehr so. Ich komme überall ran ohne sonst wie, es ist viel besser so. Warum habe ich das nicht gestern so gemacht? Keine Ahnung. Weil ich doof bin wahrscheinlich. I've done my research on you. Yes, and we thought you're not worth it. Du warst unwürdig! Aber will ich ohne Blue da rein? Eigentlich, ja, weil ich habe keinen Bock nochmal nach Sonnenschein zurückzulaufen. Okay, vergiss es. Nein! There is no choice. Tschüssi. Das Chamäleon hat eine Axtschwäche. Ich brauche jemanden, der eine Axt hat. Mit Axt gegen Wolf. Hm. Egal. Ich muss gleich nochmal durchlesen, was der Typ sagt. Also, Gefahrenstufe 30, hier waren wir noch nie. Das heißt, ich save mal. Da so ab. Genau. In Ordnung. Meine Kiste. Und nur ein bunter Traum und da hinten sind noch mehr. Oder auch nicht. Now, let us hunt him. What next? Ich hab keine Ahnung. Mach mal einen Pfeilhagel, Honey. I'll do my best. Huh? Ja, dann weißt du, was zu tun ist, ne? Heiliges Licht. Von der Luminescence. The sacred flame shine forth. The flame guides us true. Ging in der Tat schneller. Da gebe ich dir recht, Philly. Wow, das war ein richtig lohnender Umweg. Da vorne steht etwas. Mal gucken, ob du die verschollene Tochter bist. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch.
I'll make this quick. Na dann, Therion, volle Pulle. Blitzeinschlag! Der Einzige, der schwach dagegen ist, der steht noch. Ah, viel hat nicht mehr gefehlt. Ich fand das lustig, lass mich doch. Eisseelenstein Large. Und du bist? Ein widerwärtiger Mann. Oho, in dieser Gegend verirren sich nicht viele. Alles, was aufwärts ins Wasser fällt, wird hier am Ufer angespült. Ich sammle ein, was ich finde und verkaufe es. Das reicht für mein Essen und Met. Widerwärtiger Mann, 33, ein unheimlicher Mann, der immer ein dunkles Lächeln auf den Lippen hat. Er sammelt verschiedenste Dinge, die er auf dem Fluss treibt und verkauft sie, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sei es Müll, den irgendjemand weggeworfen hat oder sogar Tierkadaver. Das Einzige, was ihn interessiert, ist, welchen Preis er dafür verlangen kann. Okay, was haben wir denn auf unserer Liste? Was da so... Nein, Preis daran nicht. Namenlose Leiche könnte was damit zu tun haben. Auf und davon weniger. Übersetzung auch nicht. Ja, er könnte theoretisch die Kette haben. Oder Victor seine Medizin. Alles andere ergibt keinen Sinn. Na dann, füllen wir doch mal seine Taschen. Giftstaubflasche, Blendstaubflasche, Hugos Tagebuch. Hugo? Welcher Hugo? Welcher Hugo? Ist das dieser Hugo Dingsbums, oder? Ist das ein anderer? Nee, wie hieß der? Hieß der Typ? Also, der von dem Tressers Tagebuch ist. Wie hieß denn der? Hoho! Muss mal kurz Inventar. Wörterbuch Horn, Hochhornbogisch. Oh. Hey, vielleicht sollte ich das mal benutzen bei Übersetzung verloren gegangen. Er ist Hugo. Ich habe ein Tagebuch von Hugo gefunden, okay. Okay, wer hatten das mit den Übersetzungen? Kann mir das mal jemand, warte. Übersetzung verloren gegangen? Lalalalalala. Preis der Rache? Nein. Namenlose Leiche? Nein. Auf und davon? Nö. In der Übersetzung verloren gegangen. Der Buchbinder in Steingrad. Ja, okay, aber mit dem hätten wir das schon, mit dem haben wir oft genug geredet. Schade. Ich dachte, ich wäre irgendetwas auf der Spur. Hugos Tagebuch. I'll make this quick. Welcher Hugo? Ich weiß nicht, wen die meinen. Schneesturm. What is the logical course of action? Dire is the rarest. Come on. Mal gucken. Nein, dafür opfer ich keine Axt. The hunt endeth. Nieder mit dir, du dummes Getier. So, okay, dann weiter hier. Das war keine Absicht. Oh, ein düsterer Gang. Wohin führt er nur lang? Nicht zu der Truhe, zu der ich will, aber zu einer anderen, die ich will. Hey! I will battle. Was, du Rebell? Ist egal. Cyrus Winter Sultan. Das ends your lesson. Ich glaube, sie haben es gelernt. Total. Ein Kalarer Stein. Okay, wie komme ich da hin? Irgendwie so von hinten runter? Oder wahrscheinlich, ne? Hier ist doch bestimmt ein Abgang. Nein, hier ist kein Abgang.
Aber vielleicht, ich sehe einen Weg. Warte, warte, warte. Hör auf zu nerven, ich will die Truhe haben, jetzt gleich. Ungeduld. Come in, if thou darest. Ist ja gut, ich renne ja schon nicht, damit die Encounter niedrig bleiben. $30,000 Geld. Sehr schön. Klingt mir zwar nicht viel, aber meins. Can't we settle this like gentlemen? What is the logical course of action? Weglaufen, die sind viel zu stark. Ja, wobei Cyrus war der als erster dran ist, der hätte sie einfach wegbrennen können, aber lass mal, ich will jetzt erstmal wissen, was am Ende dieser Höhle auf mich wartet. Flame, protect us! Ich glaube nicht, dass das der Endboss ist. Stöhne nicht! Du hast nicht alleine. Freeze! And that's that. Weißt du, ein Leben lang wurde er gemartert. Immer wieder so, freeze, freeze, freeze. Und jetzt lässt der andere gefrieren. Okay, hier ist nichts. Gar nichts. Nada. Pasig na Dutschke. Gar nichts. Wer ist Hugo? Scheiße, ey. Oh nein. Ich habe das Buch aus einer neuen Quest gefunden, nehme ich an. Hey. Hey du, kommst du wieder mit? Ich mag ihre Stimme, die ist so schön sanft. So, Victor's Cool wollte ich, ne? Wohin ist denn das hier? Da so, ne? Victor's Cool, komm mal her. Okay, dann waren wir wenigstens in dieser Seppelhöhle und haben diesen Wanz ich auch was gefunden. Danach zu den Zwillingsdingern. Susanna wird ab und zu krank. Die Lieferung hätte die Zutaten für ihre Medizin enthalten. Ich muss sie so schnell wie möglich wiederbekommen. Musste ausgerechnet mir das passieren. Ich war mitten in einer Lieferung, als mir all meine Waren gestohlen wurden. Ich wollte mich ja wehren, aber gegen all diese Banditen hätte ich keine Chance. Wo sind denn diese Banditen? Wo war denn das? Erzähl doch mal. Erzähl doch mal. Baba, vom Schaffen, Auslieferung, einzelne Kraft, Gesundheit, viele Jahre, harte Arbeit beginnt, Tribut zu vorne. Muss ja hier in der Nähe sein, oder? Aber wo? Mach mal die Karte an. Haben wir was in der Nähe? Nicht so richtig, oder? Ich meine, ja, das ist ja eine Schrein, aber... Schrein der Jägerin. Banditen hin sein sollen. Verfallene Ruinen, da könnten die sein, ja. Aber da waren wir schon. Nach Aurev-Grotte waren wir auch. Grab des Imperators genauso. Stehschnee. Von daher ist er gekommen. Da müssen hier irgendwo auf dem Weg jemand überfallen haben. Wir können ja spaßeshalber mal den ganzen Weg nach Stehschnee gehen. Spaß. Nein, Viecher. Standest thou against me? Then be hunted. My turn. Komm, mal ein bisschen die Sau rauslassen. Ups. Where's the nearest tavern? Was plane ich überhaupt noch weiter als den ersten Angriff? Okay, wenn ich so ein Haufen Banditen wäre, wo wäre ich? Vielleicht ein Schummerhügel. Time to teach you
a lesson. Schwein gehabt. Schwarzes Loch. Thus ends your lesson. Okay, ich bin gerade wirklich der Meinung, ich sollte lieber einfach nach Dings gehen, nach Flüsterwald, weiß ich, wie es heißt. Ich habe schon wieder Schlummerhügel, genau. Weil ich sehe gerade keine Banditen, die auf uns lauern könnten. Wo können sie nur sein? Letten us beginnen. My turn. Ja, ihr wollt nicht, dass ich angreife. Wollt ihr, dass ich angreife? Wahrscheinlich wollt ihr, dass ich angreife. Okay, wir greifen mit Blitzen an. Ui, sie leben. Deckung. Aua. Let my arrow fly in true. Was kribbelt denn hier die ganze Zeit? Fliegt hier eine Fliege um mich herum oder was? Ich kann es nicht sein, ich habe mich vorhin gewaschen. Nee. Manchmal habe ich echt den Eindruck, eine Spinne würde auf mir rumkrabbeln. Das ist ein bisschen ekelhaft auf Dauer. Ich meine, ich kann sie bis zu einem gewissen Abstand, dulde ich sie immer gerne? You should have studied harder. Aber wenn sie mir zu nahe kommen, ist irgendwie doof. Wer weiß. Früher war das einfach, wo ich noch lange Haare hatte. Da konnte ich immer sagen, ja, ist nur so ein Haar, was irgendwie runtergefallen ist. Aber jetzt frage ich mich immer, woher die langen Haare kommen. Vielleicht haben sie sich doch im Grab des Imperators verschanzt. Letten us beginnen. Ich meine, wir haben da nie was gefunden, oder? Ich glaube nicht. Vielleicht sind sie ja wirklich da. Die Gefahrenstufe ist immerhin 35, aber ich habe so den Eindruck, wir waren letztens schon mal hier. Von daher, ich weiß echt nicht, wo die sein sollten. Die Infos, die wir haben, sind da sehr begrenzt. Ich sag mal, tut mir leid, dass ich mich beschwert habe. Ich würde gerne wieder so eine Erfolgschance-Welle haben wie vorhin. Wo ich irgendwie fünf Quests in einer Aufnahmepause da gelöst habe. Nope. Okay. Wo könnten sie sonst noch sein? Sie könnten nach Norden gegangen sein. Weil da ist doch das diebische Nest, oder? Schon wieder vergessen, Nordkamp hieß das, ne? Da waren alle Diebe. Aber es sind ja Räuber, keine Diebe. Ist ein Unterschied. Wir machen da Unterschiede. Räuber überfallen, Diebe rauben aus. Letting the hunt begin. Nee, die sehen groß aus, aber die haben nichts drauf. Habe ich da so gerade gesehen am Rand und dachte, da kann man mal lang gehen. Flame, protect us. Ihr wollt's nicht anders, ja? Sehe ich das richtig gut? In dem Fall brennet. Burn.
willst. Tenebar Open Air. You should have studied harder. You should have fled. A long, long time ago. Ich überlege die ganze Zeit, braucht man nicht noch irgendwelche Punkte für Honey? Na toll, 5000 für den ganzen schönen Weg hierher, also ernsthaft. Ein netter Wasserfall. Guck mal, Philly, Wasser. I'll make this quick. Oh je, oh je. Na, wir brauchen das Schwein nicht. Hallo, Räuber, will uns jemand überfallen? Wir haben volle Taschen bei uns. Uhu. Ganz, ganz voll. Hm. I'll make this quick. Kommen wir, mal, wir gucken uns mal an, was sie zu bieten haben. Ich glaube nicht viel, aber egal. Blitzeinschlag! Ding, 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 ding. Let my arrow fly in true. So, Bestie fangen. What? Wer überlebt, kann mitkommen. Like risk the man. Well then. Es lebt ja noch. Boah, es stirbt gleich. Ja. Es ist tot. Firestorm. I will not be defeated. Halt dich nochmal zurück. No, you will not. Now, what do you think not? Now, what do you think not? My turn now. No, you will not. Let the hunt begin. Fange den Baum. Okay, er kann schießen. Der kann auch schießen, der Kuckuck. Ja, okay, dafür brauche ich die eine Axt weg. I honor thee, my quarry. So, wo war ich gerade? Hier auf dem Weg nach Vatania City. Okay, da geht's nur zum Dingsschrein hoch. Da habe ich mich irgendwann schon mal ausgetobt. Hier geht's nicht rein, weil darum. Standest thou against me? Then be hunting. Oh ja, natürlich. Wollen wir uns noch so eine Schlange mitnehmen? Kann ja nicht schaden, oder? Ich meine. Naja, mal gucken. Erstmal müsste meine Schnuppe überleben. Out of my way. So, und jetzt müsst ihr einen Schneesturm überleben. Gut. What next? Das ist eine gute Frage. Bin ich mir auch gerade unsicher. Versuche einfach zu fangen. Nein, das war Bestienwissen. Ich vergesse es jedes Mal. 12%. Na, ich sehe schon. Da muss Cyrus jetzt wohl ran. Tut mir aber auch leid. Nicht. Not bad. A passing. Siehst du mal.
Da geht's da lang, da geht's hier lang, hier geht's da lang. Aber hier in der Höhle haben wir schon einen blöden Räuber gefunden und der hat uns ja auch nicht wirklich weitergebracht. Hier schon wieder. Wir machen das mal so. Ihr kriegt einen Schneesturm in die Fresse. Schnuppi greift euch an. Volle Pulle. Und Cyrus greift euch ohne alles an. Hm, klingt doch nett, oder? Let the hunt begin. What is the logical course of action? Du verteidigst mal kurz. Not. My turn now. In Elfric's name, be saved. What next? Na, du versuchst es nochmal, Honey. Ja, bitte. So, wen schmeißt man dafür raus? Den Bogen von eben. The logical course of action. My focus is unparalleled. Töte es, bevor es dich tötet. Viel Spaß, Cyrus. Tenaba Oferir. Thus ends your lesson. Das kannst du doch nicht machen, kannst du das noch nicht. Danke, Philly. Okay, weiter geht's. Oh, wir sind schon in Schummerhügel. Ups. Schummer, nicht Schlummer. Mist. Hello there. Hello there. Ja. Verbirgst du ein Geheimnis? Irgendwelche Waren oder so? Ältere Frau, bla. Hm. Neigt dazu, uns hart ins Gericht zu gehen. Okay, was mit dir? Achso, du warst der komische Händler, ne? Genau, du warst der komische Händler. Und du so? Geheimnis? Ach so, genau. Ja, nee. Nee, 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 nee. Welcome. Hello. Hello. Okay, nein, ihr auch nicht, ihr beiden auch nicht. Bei euch bin ich mir auch relativ sicher. Wo ist Linda, Harnett? Sie ist nach draußen gegangen. Sie rennt gewiss herum und jagt Hasen. Natürlich. Sie ist so sanft und gehorsam, dass ich manchmal vergesse, dass sie doch ein wildes Tier ist. Das geht mir ebenso. Cyrus, ich bitte darum, dass ihr euch nicht an mich heranschleicht. Ich könnte euch sonst einen Pfeil zwischen die Rippen schießen. Können wir euch helfen, Professor? Nun, ich bin zutiefst beeindruckt von eurer Fähigkeit, wilde Tiere zu zähmen, Harnett. Wenn es euch genehm ist, würde ich euch gern zu passender Zeit einige Fragen stellen. Natürlich. Um die Wahrheit zu sagen, bin ich neugierig auf euch alle. Primrose, ihr tanzt, Cyrus und seine Studien, Therions Diebeskunst. Wirklich? Vor allem auf euch. Ich frag mich, wie eure Finger so flink geworden sind. Übung macht den Meister, also. Was Übung angeht, habe ich beobachtet, dass ihr manchmal mit der anderen Hand schreibt und schnitzt. Ist das auch Übung? Mhm. Ihr übt also beide Hände, um eure Fingerfertigkeit zu verbessern.
warum erstaunt euch das? Ist kaum anders, als wenn ihr Zielen übt. Oder Primrose ihre Tänze einstudiert. So ist es. Primrose, ihr verlasst unsere Gesellschaft immer wieder und verbergt euch vor uns. Ich hasse Zuschauer beim Üben. Ich muss einen Tanz perfekt beherrschen, bevor ich ihn vor anderen zeigen kann. Ihr widmet euch ganz eurer Kunst. Und wie ist es mit euch, Professor? Übt ihr das Studieren? Ich entwickle meine Fähigkeiten zu Schlussfolgerungen und Erkenntnissen, indem ich Bücher lese und Menschen beobachte. Ich versuche zu erraten, was andere Menschen denken. Das schärft meinen Verstand. Und ich gebe zu, es erheitert mich auch. Das erinnert mich an etwas. Linde hat euch vorhin warnend angeknurrt. Das war eine Warnung? Dann sollte ich mich wohl für das entschuldigen, was vorher geschehen ist. Oh, und was war das? Ich wollte mehr über das Leben der Schneeleoparden erfahren, deshalb studierte ich Linde sehr gründlich. Vom Morgen bis zum Abend? Exakt. Kein Wunder, dass die Arme euch nicht traut. Das wird euch hoffentlich eine Lehre sein, Professor. Leg dich nicht mit Linde an. You see. Wisst ihr, der Anführer dieser Söldnerkompanie war ein echter Narr. Für ihn ging es nur um Kameradschaft und Zusammenhalt und all das. Tja, also zerstörte ich die ganze Kompanie. Ja, das ist übrigens der Hampelmann, dem wir noch die Bammel langziehen müssen. Also von daher. Attacke! Töten wir ihn. Now, let us hunt him. Das hätten wir auch so gefunden. Auf der Suche nach dem Rüpel. Ich wäre nur nie auf die Idee gekommen, ihn anzusprechen, wahrscheinlich. Okay. Da kann ein Stück werden. Aha, ein Schwerttyp. Let in my arrow fly in true. Linde, dann weißt du ja, was du machen musst, ne? Du Schwertlanze, du. I will not be thy prey. Missed me. Let in the hunt begin. Okay, Lindy, noch einmal und dann wird er zerrupft. La 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 la. Let in the hunt begin. And he is down. Coming. Now the final. Etin, Ophidian, töte ihn. The hunt endes. Deswegen wollte ich noch so einen haben, weißt du, genau deswegen, weil, wow, Hilfe. Söldnerwappen Nummer 3. Das Ding zieht mehr ab als Cyrus mit seiner Magie auf Maximum. Krass. Nee, nicht mehr als das, aber. Hilf niemand, bitte! Lau. Gut, das bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich hier Dingens finde. Okay, Preis der Rache. Ich schmeiße es schon mal aus dem Logbuch. Ah ja, hier, der letzte Söldner finden. Im Goldstade oder Schummerhügel. Raus mit dem Ding. Dann würde ich mal sagen, machen wir das erstmal. Damit zumindest mal wieder ein Erfolg rumkommt. So, der war ein Edelhof, ne? Da könnte ich theoretisch meine Schwertkampf-These überprüfen, aber. Oh. Dorfbewohner? Ich muss auf die Namen gucken. Darf ich nicht vergessen. Dorfbewohner? Dorfbewohner? Ist egal, ist egal, ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal. Oh, guck mal, Kid steht nicht mehr hier. Wuhu! Yay! Wo ist der? Wir sind noch nicht fertig. Stehen noch irgendwelche Frauen rum, die Ellie heißen könnten? Mutter des Jungen.
Nein. Wir suchen auch eher einen Töchterchen, also sie müssen kleiner sein, denke ich. Aber warte mal. Vielleicht sollte ich einfach mal einen von denen holen und ihn zu dem Typen bringen. Das sind doch alles die Schaukämpfer aus dem Kolosseum. Hallo. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber früher habe ich eine ganze Kompanie Söldner befehligt. Doch als drei meiner Männer mich verrieten, brach alles auseinander, die ganze Kompanie. Und diese drei, sie sind doch immer irgendwo da draußen, laufen frei herum und tragen die Abzeichen, die ich ihnen verlieh. Leider kann ich sie nicht mehr selber verfolgen. Wenn doch nur jemand für Gerechtigkeit sorgen würde. Tja, hier kommt man dann unsere Söldnerabzeichen. Dieses Abzeichen. Das würde ich überall wiedererkennen. Das habe ich diesen Schurken doch verliehen. Das habe ich allen meinen Jungs gegeben. Habe sie darauf schwören lassen, ihrer Kompanie treu zu bleiben. Habe ihnen dieses Abzeichen anvertraut, ein Zeichen meines Glaubens an sie als meine Waffenbrüder. Dieser Schufter. Kurz vor einer wichtigen Schlacht haben sie Informationen an den Feind durchsickern lassen und unsere Strategie verraten. Und einige der übrigen Jungs, sie versuchten es mir zu sagen, bezichtigten die Schufte des Verrats, aber ich wollte nicht glauben, dass das wahr ist. Sie sind unsere Brüder, sagte ich. Sie würden uns niemals verraten, sagte ich. Ein Idiot war ich. Doch am Ende hatte ich Unrecht. Aufgrund ihres Verrats verloren wir die Schlacht und die meisten auch ihre Leben. So viele gute, loyale Männer ließen an diesem Tag ihr Leben und die Kompanie war erledigt. Selbst den Überlebenden habe ich nur Leid zugefügt. Mit meiner Naivität habe ich so viele Leben ruiniert. Hätte ich doch nur eine bessere Menschenkenntnis gehabt. Tja, Inside-Wurf, besser, ne? Hast du wohl nur Natural One gewürfelt oder so? Kein Tag vergeht, an dem ich nicht daran denken muss. Aber ich werde diese Schuldgefühle nun hinter mir lassen. Aha. Hiermit kann ich endlich wieder nach vorne schauen. Aber du hast mich trotzdem zugetextet ohne Ende. Veteranenhelm. Wuhu. Bringt der mir was? Nein. Warum auch? So, achso, ja, habe ich hier gerade schon rausgeschmarrn. Wow, Git, missen.